57 damit gewählt und auf Christian Knoll 47 damit auch gewählt. Also, wir haben aus letztem Mal einen, heute Nummer 2 und 3 ergänzt, aber wir haben noch zu tun, um eben die Zweidrittelmehrheit zu machen. Also, es ist ein weiterer Wahlgang zu hören, notwendig. Ich schaue mal, ob wir das jetzt heute noch mal probieren oder dann erst morgen. Wir machen jetzt erstmal den Beta-Komplex und dann gebe ich dann auch noch mal zum weiteren Ablauf dazu Hinweise. Aber wir müssen hier auf jeden Fall noch mal wählen gehen. Gut, soweit dazu. Dann starten wir mal jetzt hinein und sind bei den Tagesordnungspunkten 32.1 bis 32.4. Hier können wir es machen, dass wir jeder den Antrag, den er da gestellt hat, einbringt. Man könnte auch sagen, wir gehen klein die Fraktionsrunde. Und in dem Kontext kann das dann jeder sich zu Wort melden, seine Thematiken vorstellen oder darauf verzichten. Naja, zuerst was ist schwierig, weil das sind jetzt keine Fraktionen, es sind alles Fraktionsanträge, es ist keine Stadtratsvorlage. Und insoweit hätten erstmal das erste Recht die Stadträtinnen und Stadträte, außer sie bitten die Verwaltung ausdrücklich darum mal vorgezogen. Also ich sehe wohlwollendes Nicken. Also fangen wir mal an und lassen mal zum aktuellen Sachstand den Herrn Donhauser berichten. Und danach würde die Fraktionsrunde starten. Ich würde sagen, wir sollten in dem Kontext dann auch die ganzen Anträge uns positionieren und jetzt hier nochmal eine extra Vorstellrunde machen. Herr Donhauser, bitteschön. Ja, schönen Dank. Zu beiden Sachständen würde ich kurz berichten, einmal was die Fortschreibung der Bäderkonzeption angeht. Dort sind wir so weit gekommen, dass die Bäder GmbH uns ein weiterentwickeltes Konzept als Verwaltung jetzt vorgelegt hat. Wir sind gerade dabei, das aus Verwaltungssicht bzw. aus sportstrategischer Sicht zu bewerten, und Sie können erwarten, dass wir eine entsprechende Vorlage für eine Beschlussfassung im Stadtrat nach Ende der Sommerferien in den Ältestenrat einbringen werden, sodass dann die entsprechenden Gremienbefassungen so stattfinden können, dass eine Beschlussfassung im November Stadtrat möglich wäre. Also auf jeden Fall auf dem Weg, dass wir jetzt kurz vor dem Geschäftsbereichsumlauf sind und dann entsprechend diese Vorlage im ersten Ältestenrat nach der Sommerpause einbringen werden. Zweite Sache, Schwimmhalle Klotsche. Dort sind wir ebenfalls in Vorbereitung, und zwar bereiten wir da zunächst erst einmal eine Informationsvorlage für den Stadtrat vor. Auch diese Informationsvorlage wird in dem Ältestenrat eingebracht werden nach der Sommerpause, mit dem Ziel, dass die Infovorlage den Stadtrat dann, ich glaube, 7.9. ist der erste Stadtrat nach der Sommerpause, das ist also den Stadtrat am 7.9. erreichen wird. Inhalt der Informationsvorlage sein wird, werden zwei Teile, Bestandteile sein. Einmal der Planungsfortschritt, was die Bäder GmbH vorgelegt hat, wie wir jetzt dort weitermachen wollen, um entsprechend den Fördermittelantrag, der zunächst erstmal aufgrund der fehlenden Finanzierung erneut von der SAB abgelehnt wurde, aber im September wieder neu gestellt werden wird, um das entsprechend vorzubereiten. Das wird einerseits in der Vorlage enthalten sein, dass jeder da den Infostand hat, was die Planungserfordernisse angeht. Und ein zweiter Teil wird sich damit beschäftigen, zunächst erstmal darzustellen, ohne dass ich jetzt dem schon vorgreifen will, weil auch dort würden wir jetzt den Geschäftsbereichsumlauf starten. Es werden drei Finanzierungsmodelle dargestellt werden.
wie wir die Finanzierung für einen Bau der Schwimmhalle Klautsche sicherstellen können. Erstmal als Info, dazu muss natürlich dann auch noch eine Entscheidungsvorlage folgen. Die ist aber ausreichend, wenn wir die in den Stadtrat einbringen, wenn wir dann der SAB entsprechend eine gesicherte Gesamtfinanzierung darstellen müssen. Und wir werden auch noch mal darstellen, inwieweit wir Fortschritte erzielt haben. Wir sind in Gesprächen mit dem Freistaat Sachsen, was mögliche Fördermittel angeht. Auch dort ist, ich würde es mal mit meinen Worten so bezeichnen, ist die Tür nie zugeschlagen. Aber es erfordert schon noch einige Gespräche, um da entsprechende Fördermittel einwerben zu können. Und das würde im Prinzip alles in dieser Informationsvorlage Schwimmhalle Klautsche drinstehen und auch noch mal stehen, wie wir uns das vorstellen, wie wir dann zu einer Finanzierung, also im Sinne von Beschlussvorlage im Stadtrat kommen können und dann entsprechend auch zu einem Beschluss, damit die Bäder GmbH in die Lage versetzt wird, wenn dann die Fördermittel möglicherweise bereitstehen, dann auch mit dem Bau beginnen zu können. Soweit der Informationsstand. Jetzt steigen wir ein. Fraktionsrunde, FDP würde beginnen. Verzichtet. Freie Wähler, freie Bürger. Frau Wendt, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Menschen, vor allen Dingen im Dresdner Norden. Das Ganze ist eigentlich endlich mal oder wendet sich zum Guten. Wir haben ein halbes Jahr jetzt gewartet, dass endlich wirklich was passiert. Ich möchte auch gar nicht mehr auf diesen gemeinsamen Antrag im Großen und Ganzen eingehen, aber die Menschen im Dresdner Norden haben sich gewünscht, dass es einen gemeinsamen Antrag gibt. Also es war auch in der großen Runde gewesen, als die Ortschaften, also Langebrück, Weixdorf, Schönborn und auch der Stadtbezirksbeirat in Klautsche, ich glaube, im März getagt haben und über unsere ganzen Einzelanträge debattiert haben und beschlossen haben und haben, ich kann mich erinnern, dass der Klautscher, nee, der Schönborner Beirat gefordert hatte, dass zum Beispiel unser Antrag als Grundlage gelegt wird. Die Klautscher hatten gesagt, der grüne Antrag ist sehr gut, der soll als Grundlage dienen. Wo sich aber alle einig waren, alle Ortschaften und alle Stadtbezirksbeiräte, war der SPD-Antrag, das heißt, ein neues Bäderkonzept zu schreiben. Das ist gnadenlos durchgefallen. Dafür gab es nirgendwo eine Mehrheit. So, und deshalb auf Grundlage dessen, was ich dort auch im Dresdner Norden erlebt, gesehen habe, ich bin selber Ortschaftsrätin, habe ich den Antrag, der im Sportausschuss, nicht ich, unsere Fraktion, haben wir eine Änderung, den finden Sie auch im Mandatus eingebracht, und zwar zum Punkt 2 dieses gemeinsamen Änderungsantrages. Wir möchten gern, dass das Wort möglichst unter Einhaltung des geplanten Baubeginns im Jahr 2024 das Wort möglichst gestrichen wird, weil möglichst kann alles sein, das kann nichts sein. Da kann man streichen, da kann man auch wollen, das lässt einfach Tür und Tor offen. Dann möchten wir, dass im Punkt 6, den wir eigentlich an sich ablehnen, weil der dort nicht reingehört, ich erkläre das auch gleich noch mal, warum, der Punkt 6, wenn er denn durchgeht, auf jeden Fall die Änderung aufnehmen muss. Die Ortschaften sind auch dort mit einzubeziehen. Es werden nur die Stadtbezirksbeiräte erwähnt. Die sollen bei der Badkonzeption mit einbezogen werden. Die Ortschaften sind willkommen, wenn es um das Zahlen geht, um Einnahmen der Stadt. Da, und sonst sind sie wohl ja, nicht willkommene Anhängsel, weiß ich nicht. Also die Ortschaften können wir dort nicht außen vor lassen. Wir haben auch im Dresdner Westen Ortschaften, die genauso auch bei anderen Bädern mitbestimmen wollen. Die sind genauso Bestandteil der Stadt wie alle anderen Stadtbezirke. So, das ist unser Änderungsantrag. Ich möchte auch gern, dass wir Punkt 1 bis 5 können wir zusammen abstimmen lassen, geschlossen, aber der Punkt 6 bitte separat. So. So, dann Dissidentenfraktion, wird da das Wort gewünscht? AfD, Herr Vetterlein, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja fast schon ein Trauma, was wir hier erleben mit der Schwimmhalle in Klötzsche. Ich möchte erinnern an den 11. April 2019. Da hat dieser Stadtrat, da haben Sie, die damals zumindest schon hier drinnen gesessen haben, beschlossen, dass die Schwimmhalle in Klötzsche als Ersatz gebaut werden soll. 2019. Dieses Versprechen, was wir den Bürgerinnen und Bürgern allgemein und den im Dresdner Norden im Besonderen gegeben haben, haben Sie, meine Damen und Herren, Sie von den sogenannten haushaltstragenden Fraktionen gebrochen. Das muss man ja mal deutlich sagen. Sie hatten die Information, bevor Sie in Ihre Haushaltsdiskussion eingestiegen sind, zu denen wir ja als AfD nicht dazugehören durften. Sie hatten die Information, dass die Gelder fehlen für die Schwimmhalle. Und Sie haben sie nicht eingestellt. Also wollten Sie die Schwimmhalle gar nicht. Das sollte man ja mal ganz deutlich den Dresdnerinnen und Dresdnern sagen. Und dieses Versagen Ihrer Fraktionen versuchen Sie jetzt mit Aktionismus zu heilen. Aktionismus im Sinne von Anträgen. Wie wir es denn doch noch hinbekommen mit der Schwimmhalle? Wie wir es denn doch noch regeln können als solches? Aktionismus bis zum geht nicht mehr. Das ist unehrlich, das ist auch keine Transparenz. Das ist gegenüber den Dresdnerinnen und Dresdnern fast schon schäbig, wenn man so sagen kann. Wir sind aber trotzdem froh, und das ist das Positive bei der ganzen Geschichte, dass es uns gelungen ist, im Sportausschuss einen gemeinsamen Ersetzungsantrag, ich betone nochmals, einen gemeinsamen Ersetzungsantrag aller Fraktionen zu formulieren und zu verabschieden, der heute auch zur Abstimmung steht, der das Ganze nochmal möglich machen soll. Und wir haben ja auch den Sportbürgermeister gehört, der da in Verhandlung ist mit der Staatsregierung und mit anderen Gremien, um die Gelder woher auch immer zu holen, um das Versprechen gegenüber den Dresdnerinnen und Dresdnern wann und wie auch immer einzulösen. Dafür stehen wir. Letzte Bemerkung nochmal dazu zum Thema Haushalt. Wir übrigens als AfD-Fraktion hatten Ergänzungsanträge eingebracht zum Thema Haushalt, die dieses Problem gelöst hätten. Da wären die Gelder da gewesen, auch für die Schwimmhalle in Klötzsche. Das will ich nochmal an dieser Stelle sagen. Haben Sie abgelehnt, weil Sie sie damals nicht wollten. Jetzt wollen Sie sie hoffentlich. Wir hoffen, dass wir gemeinsam jetzt endlich die Schwimmhalle in Klötzsche auf den Weg bringen, dass sie gebaut wird und den Dresdnerinnen und Dresdnern zur Verfügung stehen. Vielen Dank. So, Bündnis 90 Die Grünen hat eigentlich gesagt, Sie verzichten das. Halten Sie auch dran, sehr gut. Mit CDU-Fraktion hält sich auch dran, verzichtet auch. Linke Frage, bitteschön. Nein, das habe ich auch nie behauptet. Sehr geehrter Oberbürgermeister, Herr Donhauser, werte Zuhörenden. Seit 2014 bemühe ich mich um diese Schwimmhalle Klötzsche. Und am Anfang waren von feinen Rissen, die man immer unter Beobachtung hält, die Rede, und es kann jederzeit passieren, dass sie geschlossen wird. Das ist jetzt dank der schnellen Aktion erstmal vom Tisch. Es wurde deutlich besser, die Reparaturen durchgeführt, sodass wir jetzt diese Befürchtung nicht haben müssen. Und damit ist eine erste Forderung der Petenten hier auch da, dass bis zum Neubau der Schwimmhalle, wir wollen jetzt nicht hoffen, dass es ewig dauert, dass bis zum Neubau der Schwimmhalle eine Schwimmhalle in Klötzsche zur Verfügung steht. Die zweite Forderung der Petenten als auch des linken Antrages war, der Pachtvertrag soll weitergehen. Der sollte nämlich dann jetzt, weil das Projekt gestorben ist, aufgelöst werden. Das wurde bereits auch durchgeführt und zugesagt. Diese Forderung der Petenten ist ebenfalls erfüllt worden. Und wir hören jetzt für die weiteren Punkte den Neubau der Schwimmhalle Klötzsche, dass tatsächlich die Verwaltung und die Bäder GmbH bemüht ist, das durchzuführen. Trotzdem bleibt mir noch eine Frage offen. Wir haben im Haushalt im Dezember im Haushalt Dresden Bäder GmbH für die Jahre 2023 und 2024 3,4 bzw. 7,8 Millionen gerundet eingestellt. Ich habe das immer so verstanden, dieses Geld reichte nicht aus. Nicht, weil
schlampig gearbeitet wurde. Wir haben eine Krisensituation, Baukosten haben sich erhöht und so weiter. Deswegen sind Mehrkosten, das ist einsehbar. Für die Mehrkosten ist der Förderantrag nicht genehmigt worden. Aber was für mich vollkommen unklar ist, und vielleicht kann Herr Donhauser noch mal was dazu sagen, auf meine Anfrage als auch jetzt noch mal vom 17. Mai 2023 hat der Stadtbezirksbeirat Klotzsche mitgeteilt bekommen, ich lese es wirklich vor, die zweieinhalb Zeilen, im Haushaltplan 2023-2024 der Landeshauptstadt Dresden beziehungsweise im Wirtschaftsplan 2023-2024 der Dresdner Bäder GmbH sind keine Mittel für den Ersatzneubau beziehungsweise dessen laufenden Betrieb in den Folgejahren verankert. Das ist mir unklar, weil wir haben das hier gemeinsam beschlossen. Was ist jetzt mit dem Geld, was wir in dieser Vorlage finden? Jeder kann selbst nochmal nachschauen, Band 4, Seite 214. Das würde ich gerne nochmal beantwortet. Wohin ist das Geld, wenn es tatsächlich da wäre? Denn das benötigen wir schließlich auch hier für diesen Fall als Eigenmittel. Der erzielte Kompromiss im Sportausschuss, bei dessen Verhandlung ich ja nicht dabei war, kann die Linke sehr zustimmen. Und Frau Wendt, in einem muss ich Ihnen natürlich auch widersprechen. Ich kann jetzt natürlich nicht nur an Klotzsche denken. Also wir haben in Gorbitz eine schwierige Situation. Wir haben öffentliche Bäder, die als freie Badestellen gehalten werden, wie das Marienbad, wo es immer wieder zu Problemen kommt mit der Wasserqualität. Auch Weixdorf gibt es ja Probleme mit der Wasserqualität. Also wir müssen schon auch die ganze Stadt im Auge haben. Deswegen sind die Punkte, die sich darum bemühen, ein Gesamtbäderkonzept für diese Stadt noch mal gründlich zu überprüfen und noch mal neu zu denken, sind diese wichtig. Denn schließlich haben nicht nur die Bürgerinnen und Bürger im Dresdner Norden das Recht auf eine Schwimmhalle, sondern genauso in Gorbitz oder an einem anderen Stadtteil. Und sicher muss man auch noch überlegen, wie geht es mit anderen Bädern weiter. Dazu steht die Linke und deswegen stimmen wir in der Gesamtheit diesem Antrag auch zu, dass die Ortschaften einbezogen werden müssen natürlich. Das ist korrekt. Ich denke, das kann man ergänzen, aber ansonsten sollten wir uns um die ganze Stadt und die Möglichkeiten, schwimmen zu gehen, kümmern. Denn für die Linke ist es immer am besten, wenn man kurze Wege hat, alle dorthin in den Genuss des Schwimmens, des Badens kommen können, des Schwimmenlernens kommen können, ohne lange Autofahrten oder lange Anfahrten vornehmen zu müssen. Danke. Als nächste Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Trebs, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, lassen Sie mich eines gleich vorweg schicken. Na, selbstverständlich steht die SPD-Fraktion dazu, dass das Versprechen eingelöst werden muss, dass wir für Klotzsche einen Ersatzneubau brauchen und wir auch weiterhin die Schwimmfläche und ein Schwimmbad in Klotzsche brauchen, und deswegen werden wir auch der Beschlussempfehlung, die ja jetzt alle Anträge, alle einzelnen Fraktionsanträge zusammenfasst aus dem Sportausschuss, folgen. Aber die eigentliche Debatte, die wir heute hier führen müssen, ist doch deutlich größer. Weil das, was in den letzten Monaten passiert ist, das, was die Finanzierungssituation für Klotzsche so schwierig gemacht hat, ist doch nicht nur eine Frage von Klotzsche. Wir haben eine Bäderkonzeption beschlossen, da haben wir drinstehen, dass wir einen Neubau für den Dresdner Nordwesten brauchen, für Pieschen und die Neustadt in Ersatz zum Sachsenbad. Wir haben da drinstehen, dass es irgendwie in Kotta im Dresdner Westen weitergehen muss. Da haben wir sogar drinstehen, dass es in der längerfristigen Perspektive eine zusätzliche Schwimmhalle in Striesen geben soll. Und das sind natürlich alles Themen, mit denen müssen wir uns beschäftigen, weil auch die stehen ganz genauso wie jetzt in der Debatte um die Schwimmhalle in Klotzsche, steht da gerade ein großes Fragezeichen nebendran. Und deswegen hat die SPD-Fraktion einen anderen Antrag geschrieben, nämlich nicht nur den Antrag geschrieben, jetzt retten wir Klotzsche, sondern eben einen Antrag geschrieben ursprünglich, der sagt, wir müssen insgesamt auf diese Bäderkonzeption drauf gucken und gucken, wie wir auch unsere Zusagen gegenüber den Menschen in Pieschen, in der Neustadt, in Kotta
und in Gorbitz und gegebenenfalls auch in Striesen in der langen Perspektive einhalten können. Und Frau Wendt, ganz ehrlich, da war tatsächlich die Entscheidung der Ortschaftsräte und des Stadtbezirksbeirats Klotzsche wenig verantwortungsvoll, weil sie nämlich nur auf ihre eigene Region geguckt haben und eben das größere Thema. Und ich war ja selber in der Sitzung, habe ja den Antrag auch selber eingebracht und habe diese Perspektive ja auch selber dargestellt. Das war den Kolleginnen und Kollegen dort egal. Das wäre anders gelaufen, wenn diese Anträge in den Stadtbezirksbeiräten Pieschen, Neustadt oder Cotta behandelt worden wären. Deswegen halte ich dieses Votum, was dort auch über unseren Antrag gefällt wurde, auch nicht wirklich für repräsentativ, wenn ich mir die Gesamtstadt angucke. Wir brauchen eine neue Finanzierungsgrundlage für die zukünftige Entwicklung unserer Bäderlandschaft. Wir brauchen eine Fortschreibung des Bäderkonzeptes. Der Punkt ist ja jetzt in der interfraktionellen Einigung zum Glück auch drin. Und dann können wir tatsächlich eine ehrliche Debatte führen und dann können wir gemeinsam hier entscheiden, wie wir die Versprechen, die dieser Stadtrat den Menschen gemacht hat, was die Schwimmfläche in unserer Stadt angeht, einlösen können. Ein letztes kurzes Wort noch zu dem Ergänzungsantrag oder Änderungsantrag der Freien Wähler. Hier würde ich Sie, Herr Oberbürgermeister, darum bitten, den punktweise abstimmen zu lassen, weil so ein bisschen anknüpfend an das, was Frau Appel gerade gesagt hat, ich es nicht für realistisch halte, dass tatsächlich die finale Lösung für Klotzsche 2024 umgesetzt wird, es sei denn, Sie, Herr Donhauser, sagen dann gleich noch mal was anderes und dass das schaffbar ist. Aber deswegen ist, glaube ich, der erste Änderungspunkt der Freien Wähler unseriös und zeigt oder verspricht den Menschen was, was nicht zu halten ist. Die zweite Änderung ist natürlich mitzugehen. Natürlich müssen die Ortschaften damit beteiligt werden, wenn es um eine Fortschreibung des Bäderkonzepts geht. Und um das nochmal zu wiederholen, das ist die eigentliche Aufgabe, die vor uns liegt. Und das ist die eigentliche Entscheidung, die dieser Stadtrat treffen muss, nämlich eine neue Grundlage zu schaffen mit einer überarbeiteten Bäderkonzeption, damit wir eben nicht nur den Menschen in Klotzsche sagen können, ja, ihr kriegt eure Schwimmhalle, sondern eben auch in Pieschen, in der Neustadt und in Cotta. Vielen Dank. So, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Jetzt in der Reihenfolge Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Blödner, Herr Aschenbach. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir hatten hier einen ganzen Blumenstrauß an Anträgen zu Schwimmbädern in Dresden und dieser ist jetzt in einen großen Antrag zusammengefasst worden. Über den sprechen wir heute, über den stimmen wir heute ab. Und ich sage zu diesem Antrag, ja, Schwimmen ist wichtig. Ja, Klotzsche braucht definitiv ein neues Schwimmbad. Ja, das alte Schwimmbad muss bis dahin weiter bestehen. Ja, wir brauchen auch in Pieschen/Neustadt ein neues Schwimmbad. Ja, das Elbermare soll auch weiterlaufen. Schwimmen ist wichtig. Seniorenschwimmen ist wichtig. Kinderschwimmen ist wichtig. Schwimmen ist überhaupt wichtig, damit man gesund ist. Es ist sozial, es ist schön, es ist eine Aktivität. All das ist wichtig. Und schließlich, ja, der Haushalt ist die Königsdisziplin dieses Stadtrats. So, wenn Sie über Schwimmen reden und über die schönen Sachen, über Klotzsche, über Elbermare, über irgendwie neue Schwimmbäder und so weiter und so fort, müssen Sie gleichzeitig auch adressieren, wo das Geld herkommt. Und da ist A, erstens mal im Haushalt, das ist gerade mal ein halbes Jahr her, einfach zu wenig Geld eingestellt worden. So, das muss man einfach festhalten. Und das Zweite ist, das ist vielleicht noch viel wichtiger, dieser Haushalt hat Mehreinnahmen, die der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat, wenn man sie aufaddiert bis 2027, 40 Millionen, einfach mal weggewischt. Hat gesagt, nö, das Geld brauchen wir nicht, das nehmen wir woanders her. 40 Millionen sind ungefähr anderthalb Schwimmhallen. Also der Stadtrat hat A, zu wenig Geld eingestellt fürs Schwimmen und B, hat das Geld, was man einnehmen könnte, nicht generiert. Das heißt, wenn Sie hier lamentieren über fehlende Schwimmbäder, dann sollte man sich vielleicht erst mal an die eigene Nase packen. Was sagt dieser Antrag nun zur Finanzierung? Nun ja, eigentlich nichts.
Denn er spielt den Ball schlicht und ergreifend zum Oberbürgermeister zurück. Er sagt, der Oberbürgermeister soll sich mal einen Kopf machen, wie er denn jetzt die Finanzierung von den Schwimmbädern in Zukunft gedenkt sicherzustellen und dem Stadtrat einen Vorschlag zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, wie das ausgeht. Der Oberbürgermeister wird wahrscheinlich so etwas Ähnliches machen wie schon im Haushalt, wird was vorschlagen, wird vielleicht andere Finanzierungsquellen finden, wird vielleicht andere Dinge, die man streichen kann, finden. Und dann wird es wichtig, weil dann höre ich schon, nee, das geht nie, das können wir nie machen. Nein, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. So, das heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, Ihr Antrag heute hier zu Schwimmbädern, er ist zwar... Dieser Antrag redet ja nicht über Geld. Und dieser Antrag ist ja vielleicht in seinen Worten wunderschön, aber er ist nichts weiter als substanzlose und wohlfeile Ansammlung von Worten. Dankeschön. Nächster Redner, Herr Blüttner, dann Herr Eschenbach. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten jetzt von Herrn Vetterlein und von Herrn Schulte-Wissermann so ein paar Sachen, möchte man doch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil die Frage zu den Haushaltsverhandlungen, das Millionenloch Klotzsche, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es gab damals kurz vor knapp, wir waren eigentlich schon durch mit den Verhandlungen, den, nenn es mal Battlebrief zu den operativen Kosten seitens des Bäderbetriebs, was ja dann auch gelöst wurde, aber dass das Problem Klotzsche dann in dem Umfang zu Tage tritt, war damals nicht bekannt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Grundsatzproblem, eben dieser Bäder GmbH, der so weit weg ist vom Stadtrat, dass Kommunikation und Umgang schwierig sind. Frau Apel hat da eigentlich genau die richtigen Fragestellungen aufgeworfen, weil auch mir ist immer noch so nicht ganz klar, was mit diesem Geld, was eigentlich als Finanzierung dort mit drin war, passiert ist. Ist es in die operativen Kostendeckung reingegangen oder steht es weiter für Klotzsche zur Verfügung und es fehlt quasi nur die Mehrkosten und die Förderung. Das alles und auch diese Kreditfinanzierung mit TWD dahinter zeigt halt diese Gesamtproblemstellung und da müssen wir halt quasi an die grundsätzliche Transparenz und den Umgang ran. Wir haben das Problem jetzt, wir haben das Haushaltsproblem, da müssen wir jetzt ran und Lösungen finden, aber es war zu dem damaligen Zeitpunkt unklar und eigentlich aus Sicht der Haushaltsaufstellung damals gelöst. Das kurz als Klarstellung und sag mal, der Antrag ist jetzt der entsprechende Weg, um da zu gehen und möglichst eine Lösung zu finden. Dankeschön. Herr Eschenbach. Und dann nochmal Herr Dries. Hallo, ihr Stinker von SPD, Freien Wählern, Rechts, Linken und Grün. Wenn vier Fraktionen fast zeitgleich Anträge zum selben Thema stellen, weiß man, was das Dresdner Herz bewegt. Hier ein Baddefizit in Klotzsche. Wenn die vier Anträge dann ohne Diskussion mit einem Tischvorschlag der Grünen zusammengefasst werden können und fast der gesamte Stadtrat zustimmt, dann weiß man, wie bedeutungslos die Anträge sind. Für den Neubau der Schwimmhalle fehlt Geld. Die Anträge, die öffentlichkeitswirksam demonstrieren sollen, wie sehr man sich für die Herzensangelegenheiten der Klotzscherer einsetzt, ändern daran nichts. Populismus, schallt es durch die marode Umkleidekabine. Also drauf geschissen. Schwimmhalle Klotzsche retten, Bad für Klotzsche unverzichtbar. Klotzsche darf nicht sterben und wie die Anträge alle heißen. Was ist da eigentlich los? So wie hier dafür gestritten wird, dass die Klotzscherer endlich ein frisches Bad eingelassen bekommen, scheint da ja einiges im Argen zu liegen. Wasch dich, wir sind hier nicht in Klotzsche, wie der Volksmund sagt. Doch wie schlimm steht es um die Klotzscherer Hygiene wirklich? Wie ungewaschen sind die Klotzscherer, frage ich. Wieso wählen so viele von Ihnen Holger Zastrow? Erkennt man Klotzscherer am Geruch? Ist das ganze Nutz- und Abwasserkanalgedöns wirklich für die Industrie? Kurz, warum sind die Klotzscherer so dreckig? Wie dem auch sei. Ich bin für die Pflege lokaler Absonderlichkeiten und dagegen, dass jemand etwas gegen den üblen Gestank der ungezähmten Luftverpester aus Klotzsche unternimmt. Ist ein gewaschener Klotzscherer wirklich ein besserer Klotzscherer? Ich glaube kaum. Also nein zur Badepflicht für Klotzsche. Herr Dries.
Ich würde es gerne direkt von hier machen, weil ich eigentlich nur vergessen habe, noch eine Frage an Herrn Donhauser nachzutragen. Wenn wir einmal über die Bädersituation auch in Dresden sprechen, wollte ich doch auch die Gelegenheit nutzen, nochmal danach zu fragen, wann denn damit zu rechnen ist, dass das versprochene Realisierungskonzept Neues Sachsenbad bzw. die Standortvorlage dazu kommt. Der Stadtrat hat ja ursprünglich mal Ende 2021 beschlossen, da sind wir jetzt anderthalb Jahre drüber. Das wollte ich gern mal noch fragen. So, jetzt Herr Donhauser nochmal die Fragen, die gekommen waren. Ja, fange ich vielleicht gleich mal mit der letzten Frage an, was die Standortvorlage angeht, was der Ersatz für die Schwimmhalle oder für das Sachsenbad angeht, dort werden wir in Kürze den Geschäftsbereichsumlauf abschließen, verwaltungsintern, und auch diese Vorlage entsprechend, wenn sie von der Dienstberatung Oberbürgermeister freigegeben wird, in die Gremien bringen. Wobei, das kann ich jetzt schon ankündigen, das ist eine reine Standortvorlage, wo jetzt keine Finanzierung dahinter liegt, sondern rein die Entscheidung, wo dem Stadtrat vorgelegt wird, wo würden wir als Verwaltung vorschlagen, wo die neue oder die Ersatzschwimmhalle dann entsprechend entstehen kann. Aber auch das ist, wie gesagt, zeitnah oder wird zeitnah den Stadtrat erreichen. Zweite Frage war, Frau Apel, dort würde ich noch mal genau hinschauen, aber ich bin der Meinung, der Stadtrat hat in den Haushaltsverhandlungen im Dezember ca. 2 Millionen entsprechend der Bäder GmbH noch mal im Verlustausgleich zur Verfügung gestellt, keine weiteren Mittel. Aber das würde ich trotzdem noch mal überprüfen, was Sie gesagt haben. Wie gesagt, 2 Millionen definitiv, weil das war auch noch mal Thema im Sportausschuss, wo wir ja, und Herr Waurig wird in der nächsten Sportausschusssitzung auch anwesend sein, wo noch mal erklärt werden soll, wozu hat er die 2 Millionen, die der Stadtrat zur Verfügung gestellt hat, auch entsprechend verwendet. Dritte Sache noch mal Ortschaften. Völlig berechtigt, wenn wir eine Vorlage bringen werden, was die Bäderkonzeption angeht, sind wir ja verpflichtet, als Stadtverwaltung in der Beratungsfolge die betreffenden Ortschaften zu beteiligen. Kossebau, da hat ein Schwimmbad, das Marienbad in Weißig, Schönfeld Weißig oder dann entsprechend auch die Badestelle in Weixdorf. Also das ist für uns jetzt als Verwaltung eine Selbstverständlichkeit, dass dann die Ortschaften auch beteiligt werden. Und jetzt kommt, sage ich mal, ich glaube, die interessanteste Frage von Frau Apel, was den Baubeginn angeht. Und da sage ich Ihnen, es wäre falsch von mir, wenn ich irgendwelche Versprechungen mache. Ich schätze es als realistisch ein, dass wir, wenn wir erfolgreich sind mit dem Land in den Verhandlungen, dass wir möglicherweise einen Bescheid 24 kriegen können, einen Fördermittelbescheid, aber ein Baubeginn an sich ist, denke ich, realistisch in 25. So, damit haben wir die Rednerliste abgearbeitet und starten dann mal so ein Stückchen in die Abstimmprozeduren. Und da, wie gesagt, lag ein Änderungsantrag nochmal vor von den Freien Wählern. Hier ist beantragt worden, das einzeln zu beschließen oder in die Beschlussfassung zu bringen. Dann ist bei der Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht gebeten worden, den Punkt 6 separat zu den Punkten 1 und 5 abzustimmen. So, das sind die mir vorliegenden Anträge. Zunächst ist gebeten worden, im Punkt 2 das Wort möglichst zu streichen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 45 Nein, eine Enthaltung, damit hat keine mehr bekommen. Dann im Punkt 6 die Ortschaftsräte zu ergänzen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, eine Nein, drei Enthaltung, hat damit eine Mehrheit gefunden. Jetzt kommen wir zur Schlussabstimmung über die unveränderten Punkte 1 bis 5 des federführenden Ausschussberichtes. Wer den folgen möchte, den bitte ich um Stimmzeichen.
63 Ja, 4 Nein, keine Enthaltung, damit so bestätigt. Und noch den Punkt 6. Wer dem Punkt 6 folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 20 Nein, keine Enthaltung, damit auch bestätigt. Jetzt darf ich mal fragen, weil ja in den Ausschüssen war das ja immer so gewesen, dass das für jeden Antrag separat bestätigt werden sollte, ob wir das jetzt wieder machen müssen oder ob wir sagen können, wir haben jetzt einmal beschlossen, das gilt für alle 31.1 bis 31.4 ersetzend. Wir halten das mal so im Protokoll fest, dass das jetzt unser Beschlusslag ist. Bringt uns aber zu einem Punkt, den wir auf jeden Fall aber noch separat machen. Das ist der 32.5. Da geht es jetzt um die Petition. Da stellt sich die Frage, ob wir da noch mal debattieren müssen oder ob wir einfach mal sagen könnten, wir haben jetzt gerade eine Beschlussfassung gemacht. Der Petitionsausschuss hat ja auch das zur Grundlage genommen und empfiehlt Ihnen, der Petition teilweise abzuhelfen und hat das einstimmig rotiert. Können wir da direkt in die Abstimmung eintreten? Nein, können wir nicht. Frau Wendt. Ich habe hier eine Stellungnahme des Petenten und er hat darum gebeten, das vorzulesen, weil er auch noch mal einen Dank an die vielen Menschen, die das unterstützt haben, eigentlich mit auf den Weg geben will. Und das wäre jetzt das, was ich eigentlich nur verlesen würde. Kann man schriftlich machen. Na, dann legen Sie los. Die Redezeit bleibt trotzdem fünf. Ja, das sind keine 5 Minuten. Also der Petent heißt Mirko Neumann, der die Petition, hier irgendwo steht sie, Mirko Neumann hat darum gebeten, dass ich das Ganze einfach vorlese, weil er hat mit Herzblut eigentlich diese Petition losgetreten und man darf nicht unterschätzen, es haben 11.011 Menschen unterschrieben und er wollte einfach Dank sagen. Ich lese vor. Als ich im Januar 2023 erfuhr, dass der Ersatzneubau der Schwimmhalle Klotzsche auf unbestimmte Zeit verschoben werden sollte, wollte ich das nicht glauben. Lange haben sich die Menschen im Dresdner Norden dafür eingesetzt und mit einigen wenigen Sätzen war das Projekt nahezu gestorben. Das war bitter. Das Aufheben des Erbbaurechtsvertrages für das Grundstück auf der Königsbrücker Landstraße 100 wäre der Todesstoß für den Ersatzneubau gewesen. Besonders enttäuscht war ich vom öffentlichen Umgang mit dem Thema durch die Bäder GmbH und dem Oberbürgermeister. Noch Anfang Dezember konnte ich in der DNN lesen, dass ein Bauantrag in Vorbereitung und die Finanzierungsplanung mit Fördermittelantrag auf dem Weg ist. Und nur einen Monat später kommt durch eine Stadtratsanfrage heraus, dass der Bau auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wird und man das auch schon vor Dezember wusste. Das ist kein vertrauensbildender Umgang mit der Bevölkerung und zeigt deutlich, dass die Stadt den Bürgern nicht, der Bürger nicht als Partner auf Augenhöhe ansieht. Gut, es ging in der ganzen Zeit um das Bürgermeistergescharrere. Da muss die Sachpolitik wohl zwangsläufig in den Hintergrund treten. Persönliche und parteipolitische Pfründe waren da wichtiger. Diese Entscheidung und den Umgang damit wollte und konnte ich so nicht hinnehmen und initiierte die Petition. Das Schwimmen im Norden darf nicht sterben. Innerhalb einer Woche haben über 9.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Und am Ende waren es 11.011 Unterschriften und somit eine der mit am meisten unterstützten Petitionen. Diese Unterstützung macht deutlich, dass sich die Dresdnerinnen und Dresdner für ihre Stadt stark machen und an einem weiterhin lebenswerten Umfeld interessiert sind, auch wenn die gewählten Vertreter das in ihrem Klein-Klein gern immer wieder aus den Augen verlieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die Unterstützung der Petition und vor allem das Engagement der Sportvereine und Netzwerke.
Am 5. April erhielt ich vom Petitionsausschuss die Nachricht, der Petition kann teilweise abgeholfen werden. So richtig zufriedenstellend ist das nicht. Gut ist, dass der Erbbaurechtsvertrag nicht aufgehoben wird. So besteht immerhin die Chance, dass dort noch der Ersatzbau entstehen kann. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die fehlende finanzielle Sicherstellung durch die Stadtverwaltung. Selbst wenn der Stadtrat dem Antrag aus dem Sportausschuss zustimmt, ist noch nicht ein einziger Euro für den Bau bereitgestellt. Die Bäder GmbH kann es nicht stemmen. Nun muss schnell in der Stadtverwaltung ein Vorschlag für die Finanzierung erarbeitet werden. Aber das Verhalten der verantwortlich handelnden Personen hat mir gezeigt, egal wer was wann bestimmt, dass wirklich gebaut wird, glaube ich erst, wenn der erste Stein gesetzt ist. Naja, Frau Wendt, Sie nutzen bestimmt dann Ihre Kompetenz hier in diesem Stadtrat und werden ihm auch noch meine Antwort zukommen lassen und eben das Einordnen in eine Prioritätensetzung der fiskalischen Möglichkeiten der Stadt. Insoweit haben wir die Aufgaben, das Miteinander in der Prioritätensetzung dann festzulegen und erst dann ist es gesichert. Das wollen wir ganz deutlich dazu sagen. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Ist nicht, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht aus dem Petitionsausschuss. Und wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 61, keine Nein, 4 Enthaltungen, damit so bestätigt. Damit kommen wir zurück in der chronologischen Reihenfolge, sind bei 25 und da haben wir Einführung eines Deutschlandsticket als Shopticket. Hier dazu liegt ein Ergänzungsantrag der Linken zu. Dieser Ergänzungsantrag ist ja noch taufrisch, ist aber unter dem Kontext des Sachverhaltes hier nicht zulässig. Kann aber in eines sagen, im Moment hat die Verwaltung eine Vorlage in diesem Thema vorbereitet, der in Kürze jetzt in den Geschäftsgang eingepflegt wird, der genau diese Thematik auch aufnimmt. Aber jetzt unter dem Gegenstand, wie es jetzt hier gefasst ist, wäre das in der Form so nicht zulässig. Deswegen kann ich den Ergänzungsantrag, so sinnfällig er auch ist, jetzt hier in diesem Kontext nicht zulassen. Das will ich vorneweg gesagt haben, aber auch mit dem Hinweis, dass das Thema auch seitens der Verwaltung bereits in Vorbereitung ist und sie dann auch in Kürze erreichen wird als Vorlage. Wird zur Vorlage das Wort gewünscht?